Am 12. Februar wurde die traditionelle Kranzniederlegung der SPÖ Bezirk Bruck an der Leiter am Waldfriedhof in Schwechat abgehalten. Diese Gedenkveranstaltung zielt darauf ab, insbesondere bei jüngeren Menschen ein Bewusstsein für die historischen Ereignisse dieses Tages zu schaffen, damit diese nicht in Vergessenheit geraten. In einer Gedenkveranstaltung, die am Schwechater Waldfriedhof stattfand, wurden die Februarkämpfe 1934 in Österreich und ihre Bedeutung für die heutige Zeit reflektiert. Die Abgeordnete zum Nationalrat Katharina Kucharowicz betonte die Notwendigkeit, dem Faschismus in all seinen Erscheinungsformen entgegenzutreten und gegen Verhetzung, Rassismus und Ausgrenzung zu kämpfen. Ehrlich gesagt befinden wir uns gerade in einem Superwahljahr und es gibt antidemokratische Bewegungen. Die gibt es in Europa, die gibt es international und tendenziell auch in Österreich. Und das ist sozusagen Erinnern, aber auch Mahnen, der 12. Februar, diesen Widerstand gegen antidemokratische Bewegungen und Kräfte zu leisten und Demokratie zu schützen und zu verteidigen. Landtagsabgeordneter Hannes Weninger hob die Februarkämpfe 1934 als den ersten bewaffneten Widerstand in größerem Umfang gegen den Faschismus hervor. Wenn man nur aus der Erfahrung der Geschichte auch für die Gegenwart und für die Zukunft denken kann und das niemals vergessen soll, uns doch davor bewahren, Fehler aus der Vergangenheit zu wiederholen. Und gerade in den gesellschaftlichen Spannungen, denen wir uns derzeit befinden, halte ich das für besonders wichtig. Bürgermeisterin Karin Bayer erinnerte daran, dass die sozialistischen ArbeiterInnen in Österreich mutig gegen den Faschismus auf die Straßen gingen, wobei der Aufstand blutig niedergeschlagen wurde. Sie betonte die zeitlose Bedeutung der Parolen während den Anfängen und niemals vergessen. Ich glaube, dass die jüngeren Menschen heute mit dieser Verbindung Karl-Marx-Hof 1934 wenig anfangen können. Und das scheint mir schade zu sein, weil ich niemanden unterstelle, dass es ihn nicht interessiert. Aber vielleicht ist die Anzahl derer, die es hinausträgt und immer wieder darauf hinweist, mittlerweile zu gering geworden. Und deswegen ist es uns ganz besonders wichtig, Vertreter aller Vertreter und Vertreterinnen aller Generationen, und das war heute schön zu sehen, hier zu haben, weil jeder ist, der hier anwesend ist, jeder, der sich damit beschäftigt, ist auch automatisch Verbreiter dieser Nachricht. Und ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist. Der Schwechater Stadtrat Marco Luksch unterstrich den besonderen Zweck der Veranstaltung, der neben der Traditionsaufrechterhaltung vor allem die Bewusstseinsentwicklung der jüngeren Generation sei. Auch wir machen das in unserer Organisation oder in den Organisationen so, dass wir immer wieder darüber reden, auch was ist tatsächlich passiert, wie kann man sich wehren. Und im politischen Geschäft, also für uns Politikerinnen ist es wichtig, dass wir darauf schauen müssen, dass diese Tendenzen, die es jetzt leider gerade gibt, auch in Europa, in Österreich, in Deutschland und so weiter, dass wir uns dagegen wehren und uns gute Maßnahmen überlegen, wie wir das bekämpfen können. In einer Zeit, in der antidemokratische Bewegungen erneut erstarken, erinnere der Bürgerkrieg in Österreich daran, dass die Verteidigung demokratischer Werte und die Wachsamkeit gegenüber autoritären Tendenzen stets von entscheidender Bedeutung sind. So der allgemeine Tenor.